genauso wie ein Kind einen Teddybär kriegt mit 2 Jahren, den nimmst du mit bis in die Schulzeit oder was? Mit 7, 8, 9 Jahren darf man das erste Mal am Bulldog sitzen und zwischen die Füße vom Papa drin das Lenken anfangen und so Sachen. Das war ein mächtiges Gefühl. Also, das vergisst man nicht, da kriege ich gleich eine Ganzheit jetzt. Dann hat er bremsen müssen, weil es verschoppt war, das Mehrwerk. Und dann bin ich vorne runtergeflogen. Und dann bin ich ins Rutschen gekommen, konnte nicht mehr bremsen, der Anhänger ist umgekippt und hat den Bulldog mit rumgekippt. Der Bulldog aufstehen. Nie mehr, dass ich da auf den Korn aufgehe, hat er gesagt. Und vor allem hat er einen funktionstüchtigen Balken mehr, das ist ja besonders hübsch. Das hat nicht jeder. Das ist ein Erinnerungsstück an meinen Vater. Und ich glaube, das würde ihm auch hart angekommen, wenn man nicht gehalten hat. Und der Traktor hat es überlebt, er läuft immer noch, mein Vater nicht mehr. Wie hat das so ist? Der ist mit 90 gestorben. Verzeiht. Da wie der Gas gegeben hat, hat er gesagt, dann hast du gemeint, die Welt geht runter.